Liebe Smarte Bankkunden, hallo und einen guten Morgen. Diese Woche für Sie ein Vergleich, ist ein gewagter Vergleich. Wir vergleichen ein Direktbank-Girokonto gegen ein Filialbank-Girokonto. Und wie Sie es aus Tradition gewöhnt sind, müssen bei uns die Girokonten kostenlos sein. Von daher, alle Achtung, jetzt geht's los nach dem Intro. Ja, willkommen im Thema. Und damit wirklich für viele Leute auch dieses Filialbankkonto kostenlos ist, haben wir jetzt einen kleinen Kniff bedient, den Kniff des Gemeinschaftskontos, was auch gerade dazu passt, weil Gemeinschaftskonten gibt es relativ häufig und wir haben dieses Thema eigentlich noch viel zu wenig bei uns hier im Videokanal, bei uns auf dem Spezialportal gehabt. Es kann Sinn machen, wenn man die Bonitäten von zwei Leuten konzentriert auf ein Konto, dass man dadurch halt mehr Vorteile bekommt. Und natürlich auch eine kostenfreie Kontoführung. Was haben wir? Sie haben es schon im Begleitartikel gesehen. Wir haben ausgewählt die DKB und die Postbank. Insofern auch recht spannend, weil von der Umfrage, die wir letzte Woche in unserer Sonntagsmail hatten, sind natürlich absolut viele bei der DKB schon Kunde. Und bei der Postbank haben wir nicht explizit abgefragt, aber wir haben eine dabei gehabt, die auch schon Kunde sind. Auf sie baue ich, denn sie haben eigene Erfahrungen mit dem Postbankkonto und können unseren Begleitartikel oder dieses Video mit ihren Erfahrungen ergänzen und sozusagen noch mehr aufwerten. Aber steigen wir gleich ein. Was ist die Bedingung für die Kostenfreiheit? Bei der DKB wissen Sie, es sind 0 Euro, es ist schon seitdem es gibt, dieses Konto kostenfrei. Aber wenn Sie einen Geldeingang von 700 Euro haben, bekommen Sie noch mehr Vorteile. 3.000 Euro, das ist eine Hausnummer, deswegen auch der Kniff, der Trick übers Gemeinschaftskonto mit zwei Geldeingängen drauf. Müssen nicht unbedingt Gehälter sein, kann man auch ganz fair sagen, kann aber Sinn machen. Wenn die 3.000 mal in einem Monat nicht eingehen, berechnet die Bank, das habe ich Ihnen gleich hier drunter geschrieben, 9,90 Euro pro Monat. Bei der DKB ist der Rückfall auf 0 Euro, also es kostet auch weiterhin keine Kontoführungsgebühr, aber Sie haben ein paar weniger Leistungen oder Sie müssen für extra Leistungen halt bezahlen. Schauen wir uns im Detail ein. Was wir gemeinsam haben, das ist nun mal ganz klar, wir haben jeweils eine Girocard mit jeweils, meine ich, pro Kontoinhaber und wir haben jeweils eine auch kostenfreie Visa-Karte pro Kontoinhaber. Das gilt bei beiden Banken gleich. Für viele Leute ist die Bargeldversorgung interessant, deswegen scrolle ich hier gleich, dann sehen Sie das noch näher. Ja, wenn Sie sich gerne in der Filiale Bargeld holen, ja, dann ist ganz klar, vom Schalter meine ich jetzt, da ist die Postbank natürlich, sie hat Filialen, die DKB hat keine Filialen. Aber sonst sieht es im Bargeld, ist die DKB der Postbank ein Stück weit überlegen, weil sie können überall hingehen, wo ihre DKB-Karte akzeptiert wird, das sind deutschlandweit über 95% aller Bankautomaten, die DKB übernimmt die Abhebegebühr für sie und sie zahlen gar nichts. Sie haben den Mindestabhebebetrag von 50 Euro. Wem das zu viel Geld ist, wer sich mit so viel Geld in der Tasche nicht wohlfühlt, für den ist das Konto leider nichts. Sonst, Sie sehen es hier im Vergleich, wir haben die Shell-Tankstellen, kann man Bargeld abholen bei der Postbank, bei den Filialen. Die Postbank ist Mitglied bei der Cash Group, das heißt, Sie können bei den Partnerbanken, der Deutsche Bank, Commerzbank dazu, Hypo-Vereinsbank auch kostenfrei Bargeld abholen. Im Ausland ist es recht praktisch, über die kann man auch bei der Postbank auch überall kostenfrei Geld abholen. Da brauchen Sie ja nicht irgendwie auf Partnerbanken achten. Das ist sehr angenehm. Das ist bei der DKB auch so. Bei beiden ist die Visa-Karte. Das ist vielleicht noch so ein bisschen der Unterschied. Die Visa-Karte ist das Mittel der Abhebung bei der DKB für alle Fälle in wie Ausland, egal wo Sie hinkommen. Ja? Bei der Postbank ist die Unterteilung halt mit der Girocard. Sie bekommen auch eine Girocard Goldenen, ne, bei der Postbank. Welche Vorteile das mit der Goldmitgliedschaft sind bei der Postbank, das ist mir noch nicht ganz so klar geworden. Wenn Sie da welche kennen, freue ich mich über Ergänzung. Ich habe es selbst beim Kundenservice nicht ganz rausgekriegt. Aber es ist eine andere Farbe und wer auf goldene Farben steht, mein Gott. Was wir haben, ist, dass bei der Postbank, wenn Sie im Ausland eine Fremdwährung bezahlen, 1,85% Auslandseinsatzentgelt halt dazukommt. Das ist für den Währungstausch. Das ist natürlich eine charmante Gebühr für die Bank, da kann man leicht gut Geld dran verdienen. Bei der DKB, die tauscht Ihnen umsonst das
das Geld um, gibt es keine Gebühr. Bargeldeinzahlung, das ist immer wieder ein Thema, wird häufig an unsere Redaktion herangetragen, obwohl es eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten betrifft. Also im Privaten hat man es tatsächlich eher selten. Ja? Im Gewerblichen ist es anders, wenn Sie jetzt irgendwo auf dem Flohmarkt gehen oder Autohändler sind, dann haben Sie häufiger Bargeld. Ne? Aber es geht in diesem Video auch bei diesen Banken um die reine Privatnutzung von Konten. Vorteil ist natürlich bei der Postbank. Sie können an jeder Postbankfiliale Bargeld einzahlen, so oft und so viel Sie wollen. Ist der Vorteil einer Filiale. Bei der DKB ist es über die Automaten, sie hat aber nur 16 Stück, die etwas, man könnte fast sagen, ungerecht im Bundesgebiet verteilt sind. Wir haben hier eine Liste dieser Einzahlungsautomaten und da finden Sie welche, die es halt gibt. Und wenn Sie auf den Kartenausschnitt klicken, bei uns auf der Webseite, kommen Sie halt hier direkt gleich auf Google und können sich das anschauen. Und wenn wir Routenplaner machen, oder Sie lassen sich einfach die Wegbeschreibung und dann auch in, wir haben zu jeder Filiale eine Wegbeschreibung, zu jeder Filiale dann halt auch ein Foto, damit Sie es leichter finden. Bringt Ihnen aber nur was, wenn Sie zufällig in der Nähe von so einer Filiale wohnen. Ja, es gibt sie halt nicht überall und wenn Sie halt woanders wohnen, dann bringt es Ihnen gar nichts. Aber dann können Sie überlegen, wie viel ist es mir wert? Habe ich wirklich viel Bargeld einzuzahlen? Wenn Sie vielleicht einmal im Jahr, weil Sie jetzt Ihren Gebrauchtwagen verkauft haben, halt Cash, Geld bekommen haben, ja, dann können Sie auch zu jeder anderen Bank gehen und dann halt die Gebühr dafür zahlen, dass Ihnen Sie das Bargeld angenommen wird und dann zur Direktbank überwiesen wird. Das ist so die Alternative. Service und Erreichbarkeit. Ja, Vorteil natürlich, wenn Sie mit einem Menschen live sprechen wollen, wenn Sie mit ihm Bauch am Tisch sitzen wollen, das können Sie bei der Postbank machen. Gibt es Filialen, gibt es Öffnungszeiten, Sie können Termine vereinbaren, Sie können aber auch einfach so hereinspazieren und gucken, ob es gerade passt. Die DKB unterhält für den Kundenservice halt keine Filialen. Es ist eine Direktbank. Telefonischer Kundenservice haben natürlich beide Banken. Bei der DKB rund um die Uhr können Sie immer anrufen. Es gibt manchmal härtere Fälle, da muss man dann unter der Woche halt anrufen. Also in der Kernzeit sozusagen zwischen 8 und 18 Uhr. Bei der Postbank gibt es auch telefonischen Kundenservice. Ich habe ihn mal Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr hingeschrieben hier in dieser Übersicht. Bei der DKB, das wissen Sie, da habe ich schon häufig Beiträge gemacht. Ich bin selber seit 2004 Kunde, da kenne ich mich super gut aus. Bei der Postbank war ich zwischenzeitlich mal Kunde, bin kein Kunde mehr. Musste deswegen für diesen Beitrag viel mehr Recherchezeit sozusagen aufbringen. Und das ist gar nicht so einfach. Die Postbank arbeitet mit verschiedenen Telefonnummern und auch mit verschiedenen Bandansagen, die gegenseitig sich manchmal nicht ganz abgestimmt wirken. Und auch die Telefonzeiten gibt es, man findet unterschiedliche Angaben von den Uhrzeiten. Man kriegt auch noch unterschiedliche von den Mitarbeitern. Ist für mich jetzt noch nicht so ganz klar gewesen. Also Vorteil, Sie können hingehen. Anrufen kann man auch, aber man hat irgendwie auch mit Telefonzeiten zu tun. Das ist halt mehr direkt, ist halt mehr Filialbank. Ne? Wenn Sie jetzt irgendwo, wenn Sie sich 20 Jahre zurück, da gab es noch kein Telefon, nicht so den telefonischen Kundenservice, da musste man halt auch bis Montag 9 Uhr warten, bis die Filiale wieder aufgeht. So in der Richtung würde ich vorsichtig bei der Postbank tendieren. Aber E-Mail, Brief, Sie können jederzeit eine E-Mail schreiben, jederzeit einen Brief und Sie kriegen darauf auch Antwort. Obwohl ich bei der Postbank eine Frage gestellt habe, in dieser Woche, wo ich noch keine Antwort zurückbekommen habe, aber kann ich nachreichen, wenn sie nächste Woche kommt. Kontoausdruckdrucker. Es gibt Leute, die lieben den Kontoausdruckdrucker und den gibt es natürlich bei der Postbank. Und der ist natürlich im Kontomodell mit drin. Sie gehen halt hin, schreiben ihre Girocard Gold ein und kriegen den Kontoausdruck. Bei der DKB gibt es natürlich keinen. Sie haben einen Online-Kontoausdruck, Sie können sie als PDF anschauen, Sie können sie abspeichern, Sie können sie jetzt von mir auch ausdrucken. Es gibt manche Leute, die brauchen das für eine steuerliche Dokumentation. Mir reicht es persönlich, einfach wenn ich in die Umsatzübersichten reinschaue. Ich kann mich auf der App einloggen, ich kann mich Online-Banking einloggen und gucken, ja, wie sehen die Buchungen aus. Aber Leute, die halt Wert drauf legen, das ist der Punkt. Gehen wir zu Limits und Zinsen. Die Dispo kriegt es natürlich bei beiden Banken, Voraussetzung ist natürlich Gehaltseinbau. Bei der DKB kriegen Sie meistens nach der Kontoöffnung gleich mal 500 Euro an Dispo, bei der Postbank nicht. Aber dann alles weitere ist mit Gehaltseingang. Das ist auch bei der Postbank so, jeweils dreifache, in der Höhe von maximal dreifachen Gehaltseingang. Das kann sein, dass es auch bei beiden Banken erstmal steigend ist, dass sie zum Anfang vielleicht erstmal zweifache bekommen und dann, wenn sie das Konto vielleicht ein halbes Jahr genutzt haben, das man auf dreifach erhöhen kann. Da sind beide ein bisschen konservativ. Die Zinssätze habe ich Ihnen hier auch reingeschrieben. Das sind die aktuellen, je nachdem, wann Sie das Video jetzt sehen. Da liegt natürlich die Direktbank weiter vorne. Das ist auch
also insofern klar, weil es ist der allgemeine Trend, dass die Direktbanken noch günstiger sind als die Filialbanken. Hier gibt es noch den Unterschied zwischen den im Kreditrahmen, also wenn Sie den Dispo vereinbart haben, nehmen wir mal an, halt 5.000 Euro und Sie bewegen sich da drin, zahlen Sie hier den geringeren Zinssatz. Es kann natürlich sein, dass in einem Monat mal sich Zahlungen überschneiden und Sie kommen über die 5.000 rüber, wird bei beiden Banken zu einem gewissen Grad halt geduldet. Ja, das gehen Sie zum Beispiel mal auf 6.000, ja, weil sich halt eine Zahlung überschnitten hat. Da schlägt die Postbank zu, da geht der Zinssatz mächtig rauf. Das ist klassisch so, das hat es früher bei fast allen oder bei allen Banken, kann man eigentlich sagen, gegeben. In den letzten ein, zwei Jahren haben einige Banken halt gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir bleiben bei dem Zinssatz. Die DKB gehört dazu, die hat auch ganz schnell, also gehört zu den ersten, die halt diesen absolut hohen Zinssatz da abgeschafft haben, sondern den ganz normalen weiterlaufen lassen. Was haben wir? Beide Banken sind natürlich Banken, die ganz viele Produkte anbieten, ja, unter anderem auch einen Ratenkredit. Da habe ich gedacht, das nehme ich in den Vergleich jetzt hier gleich mal rein, weil wir bei Limit sind. Und da gibt es einen Unterschied zwischen den Banken. Bei der DKB, wenn Sie da noch einen zusätzlichen Ratenkredit aufnehmen, ja, haben Sie einen Einheitszinssatz. Das heißt, Sie bekommen entweder keinen Kredit, wenn Ihre Bonität zu schlecht ist, oder Sie bekommen einen Kredit und Sie wissen genau, zu welchem Zinssatz, weil der ist bonitätsunabhängig, egal ob Sie top sind in der Bonität oder ob Sie halt irgendwo Mittelmaß rangieren. Bei der Postbank ist es etwas anders. Wenn Sie eine Top-Bonität haben, kommen Sie sogar noch unter den günstigen Direktbankzinssatz. Aber Sie sehen es auch, wenn Sie jetzt hier bei der Bonität, je nachdem wie Sie sehen, auf- oder absteigen, ja, wird es teurer. Tagesgeld braucht man gar nicht so viel unterhalten, ist bei beiden nicht attraktiv. Die DKB zahlt etwas mehr, die Postbank eigentlich nichts. Aber das liegt derzeit am Zinsniveau. Ja, die haben vor drei, vier, eigentlich schon ein bisschen länger her, aber fünf, sechs Jahren haben beide Banken auch ordentliche Zinssätze gezahlt. Kontoeröffnung, gibt es auch einen Unterschied? Das wollen wir darauf. Bei der DKB, das kennen Sie vielleicht schon aus anderen Videos, können Sie auch aus dem Ausland ein Konto beantragen, kriegen das in vielen Fällen auch eröffnet, gerade wenn Sie jetzt Österreich oder Schweiz sind oder wenn Sie Auslandsdeutscher sind. Da spielt natürlich, denn wo Sie sich aufhalten, kaum noch eine Rolle, weil Sie können die Legitimation, die gesetzlich vorgeschrieben ist, über Video-Ident machen. Wenn Sie jetzt beispielsweise beruflich jetzt in Südamerika sind, können Sie das DKB-Konto öffnen. Sie kriegen auch die Zugangsdaten, Sie kriegen die Karten ins Ausland gesendet. Das funktioniert wunderbar. Die Postbank ist auch auf Deutschland fokussiert. Da brauchen Sie einen Wohnsitz in Deutschland, um das Konto zu eröffnen. Genau, aber online können Sie auch den Prozess anstoßen. Klicken Sie jetzt einfach hier dann auf Weiter auf Bank, wenn Sie hier bei uns auf der Seite sind. Dann können Sie online schon den Prozess halt vormachen und brauchen dann nur noch zur Legitimation in die Filiale gehen und machen da Postident. Also selbst das, Sie können auch bei der DKB Postident machen. Also der Prozess der Kontoöffnung ist bei beiden Banken der gleiche. Sie machen einen Online-Antrag und machen dann die Legitimation entweder im Postident oder bei der DKB gibt es auch noch die Videomöglichkeit. Das könnte es eigentlich schon gewesen sein und von der Zeit sehe ich auch, es würde vielen reichen. Ich zeige Ihnen mal noch, was ich im Artikel dazu geschrieben habe. Wir haben dann noch Gehalt oder Gehaltseingang, das habe ich vorhin im Vergleich kurz gesagt. Bei beiden Banken reicht es aus, um die Kostenfreiheit zu haben. Hauptsache, das Geld geht ein, egal ob es vom Arbeitgeber oder beispielsweise von einem Dauerauftrag kommt. Ja? Wenn Sie ein Dispo haben wollen, ist der Gehaltseingang einfach Pflicht. Achso, noch, ich habe ihn auch hier so fett markiert, einige Worte, wenn Sie rüber scrollen, damit Sie mit den Augen halt hängen bleiben, wenn es für Sie interessant ist, Teilzahlung. Also auch die 3.000 Euro müssen nicht in einer Zahlung eingehen, deswegen auch Gemeinschaftskonto. Es können beispielsweise 2.000 aus der einen Richtung kommen und 1.000 auf der anderen. Oder Sie können auch sagen, es ist gestückelt. Also Hauptsache, die 3.000 kommen im Monat zusammen, selbst wenn es irgendwie durch 10 Überweisungen ist. Wir hatten kurz angesprochen den Rückfall. Den Rückfall in die Kostenpflicht der Nutzung, das ist nur bei der Postbank der Fall, bei der DKB ist es eh umsonst. Bargeld einzahlen sind wir schon gegangen. Achso, was ich hier nochmal mit reingenommen habe, es gibt immer mal wieder auch Leseanfragen, die sagen, die DKB Visa-Karte, das ist ja gar nicht kostenlos, wenn man an den Automaten geht, dann steht dann halt, dass man 4,50 Euro jetzt in dem Beispiel halt zahlen muss. Lassen Sie sich nicht orientieren von diesen Hinweisen der lokalen Geldautomatenbetreiber. Bei uns in Deutschland, in Europa, ist es so, dass die Abhebegebühr von der Hausbank halt bestimmt wird, im Kreditkartenbereich. Ja. Das kann ein bisschen anders sein mittlerweile bei den Girokonten, dass Ihre Hausbank sagt, wir berechnen nichts, aber Sie zahlen die Geldautomatengebühr. Das ist in den letzten Jahren so viel Bewegung reingekommen in den Konditionen, dass man tatsächlich immer wieder genauer hingucken muss und deswegen auch in diesem Video rein. Mit Ihrer DKB Visa Card zahlen Sie in Deutschland auf keinen Fall bei keiner Bank eine Abhebegebühr.
Und weil ich es auf Deutschland betone, es gibt ein paar Länder auf der Welt, die haben ein anderes Banksystem. Ja? Wir kriegen immer wieder Sachen aus USA oder Thailand, weil die dort nicht ein anderes Banksystem haben, wo die Automaten vor Ort die Gebühren erheben. Da hat weder die DKB, die Postbank noch irgendeine andere deutsche Bank überhaupt Einfluss darauf, weil sie außerhalb dieses Bankensystems stehen. Das hier nur am Rande kurz erwähnt. Was Ausland betrifft, da ist die DKB natürlich der Postbank tatsächlich überlegen. Vor allem, wenn wir uns dann noch anschauen, den Notfallservice. Das kennen Sie schon, das habe ich in vielen Videos mit reingenommen, wie es im Ernstfall läuft. Ich selber habe meine Karte nämlich mal verloren auf der Anreise in die USA und habe Ihnen einen ganz netten Artikel eigentlich produziert, wie man denn zu der Notfallkarte kommt. Hier sehen Sie, hier hole ich gerade Notfallbargeld ab im Supermarkt, das ist ein Western Union Schalter. Und am nächsten Tag kommen dann die beiden Gentlemens von UPS und bringen mir kurz vor 9 die Notfallkarte. Und wenn Sie jetzt fragen, was mich das gekostet hat, okay, Sie wissen es, das hat mich natürlich nichts gekostet, das ist einfach inkludiert bei der DKB. So viel dazu. Hier habe ich Ihnen noch mal ein Bild, genau, telefonischer Kundenservice. Gehe ich nicht mal drauf ein, weil Kundenservice habe ich vorhin schon gesprochen. Hier habe ich die Bank auch mal selber besucht. Da sehen Sie mich jetzt und wenn Sie mit der DKB telefonieren, dann sitzen dort die Damen und Herren, die ans Telefon rangehen. So viel dazu. Sofort-Dispo von 500 € bei der DKB, bei den meisten Kunden. Es gibt welche, die schreiben 100 €. Das liegt daran hauptsächlich, dass sie im Ausland sind. Ist auch insofern ganz klar, also wer das Konto vom Ausland halt eröffnet bei der DKB, da ist der Dispo standardmäßig bei 100 €. Es liegt auch daran, man ist halt nicht so greifbar für die Bank, ja, und die Bank geht erstmal ins Risiko, ja, wenn sie das Konto eröffnen, und von daher ist das halt so. Bis zum dreifachen Betrag. Hier habe ich Ihnen noch mal ein Bild aus dem älteren Artikel mit reingenommen, wie es charmant sein kann, wie ich es selber auch nutze, dass ich hauptsächlich mit der DKB Visa-Karte bezahle, dann wird es erstmal zinsfrei auf dem Kreditkartenkonto gesammelt und automatisch halt mit dem Girokonto verrechnet. Das geht natürlich dann wunderbar, wenn Sie einen Gehaltseingang drauf haben, dass Sie möglichst eine schöne große Kreditlinie haben. Ja, wenn Sie 500 € wird jetzt für die Einkäufe vielleicht nicht im Monat ausreichen. Alternativ kann man natürlich mit der Girocard bezahlen. Da gibt es immer die sofortige Abbuchung, was viele von ihrem Girokonto halt gewöhnt sind, dass man mit Karte zahlt, dass das sofort vom Girokonto abgebucht wird. Ähnlich funktioniert es auch bei der Postbank. Da gibt es auch, dass die Karte halt monatlich gleichgestellt wird. Man kann aber auch noch in Teilzahlungsfunktionen gehen. Das wäre vielleicht detaillierter mit dem Kundenservice zu besprechen, weil die Postbank scheinbar da verschiedene Varianten anbietet. Ich würde nicht dazu raten, in die Teilzahlungsfunktion zu gehen, weil mir am Telefon gesagt hat, dass das einen Zinssatz mit 14,95% hinterlegt. Und selbst wenn Sie Ihren Dispo überziehen, also wenn Sie umbuchen lassen auf Girokonto, sind Sie ja da bei 8, noch was gewesen beim Dispozins. Und wenn Sie den überziehen, liegen Sie bei 12, noch was. Und bei Teilzahlungsfunktion auf der Kreditkarte liegen Sie bei 14 noch was. Macht Sinn, sich automatisch die abrechnen zu lassen. Genau. Falls es denn doch irgendwie mal knapp wird mit dem Geld, haben wir auch nochmal die Links rein zu den Privatdarlehen, je nachdem, bei welcher Bank Sie. Also es macht natürlich Sinn, wenn Sie, was heißt Sinn, ja, wenn Sie sowieso ein Girokonto haben und vielleicht mal so stark in Dispo sind, dass Sie den strukturiert zurückführen wollen, dass Sie dann einen Ratenkredit einfach noch dazu beantragen und dann sozusagen über einen Zeitraum vielleicht von 12 Monaten das Ganze wieder zurückführen. Sie können natürlich selbst als Postbankkunde bei der DKB dann hinterher einen Ratenkredit machen oder umgekehrt, ja. Sie sparen sich die Legitimation, wenn Sie bei einer Bank sind und das dann gleich sozusagen bei der Bank aus dem Online-Banking raus beantragen. Zinsanlagen, wie gesagt, brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Dann habe ich Ihnen noch ein paar Fragen und Antworten zur Verfügung gestellt. Gehen wir dann noch kurz durch. Eigentlich nur kurz vielleicht die Fragen, kann man Gemeinschaftskonto öffnen, ohne verheiratet zu sein? Ja, klar, kann man. Sie können mit wem Sie wollen so ein Konto öffnen. Aber Sie sind beide Kontoinhaber und beide haben Rechte und Pflichten. Das heißt, Sie müssen auch für den anderen einstimmen. Wenn der eine sozusagen abhaut, ja, nimmt alles Geld, was drauf ist und am besten noch die Kreditlinie auskreizt und haut dann ab, dann stehen Sie genauso dafür, gerade die wieder zurückzuführen. Kann man mit einem Partner, der im Ausland lebt, ein Konto öffnen? Das funktioniert nur bei der DKB, weil die Postbank nimmt ja keine Kunden aus dem Ausland auf. Aber bei der DKB kann man es machen, kann man auch online machen. Bei der DKB müssen die Kontoinhaber auch nicht am selben Wohnsitz wohnen. Sonst würde es ja auch mit der Auslandseröffnung nicht funktionieren. Das ist tatsächlich bei einigen Banken die Voraussetzung für Gemeinschaftskonto, dass diejenigen Kontoinhaber unter derselben Adresse registriert sind. Dann haben wir noch Fragen, kann man Einzelkonto umwandeln? Muss der zweite Kontoinhaber volljährig sein? Ja, das muss er bei diesen Kontoformen, alles andere wäre halt Jugendkonto.
Kann man mehr als zwei Personen eröffnen? Das ist so eine Frage, die immer wieder halt bei Wohngemeinschaften, bei WGs ja kommt. Ein Gemeinschaftskonto hat immer zwei Kontoinhaber, so ist es halt. Man kann aber Bevollmächtigte hinzufügen. Bevollmächtigte können auch eine eigene Karte bekommen und einen Online-Zugang. Und die kann man auch austauschen. Also wenn man beispielsweise eine WG hat mit zwei Stammbewohnern, ja, oder auch einem, ja, mit einem wäre es ein Einzelkonto, kann man Bevollmächtigte hinzufügen, also zwei Stammbewohner und haben aber noch zwei weitere Plätze in der WG, da kann man dann Bevollmächtigte rein und rausnehmen. Ja? Die Kontoinhaber bleiben halt immer die gleichen und die anderen haben ja auch Karte und Online-Zugang dazu, wenn man jetzt zum Beispiel ein WG-Konto hat für die Mieter, dass jeder seine Miete einzahlt oder dass halt Gemeinschaftsausgaben davon getragen werden. Legitimation, ob man das gemeinsam machen muss, nein, muss man nicht. Das haben wir auch von der Statistik her, dass Herren, wir Männer, viel zum Video-Ident greifen. Das ist natürlich praktisch. Wir können gleich Kontoöffnung fertig machen und Frauen noch eher zur Post gehen. Ich möchte jetzt gar nicht philosophieren, warum das so oder so sein könnte. Es ist aber statistisch so, dass wir vielleicht noch zur Kontoöffnung haben. Spielt es eine Rolle, wer Kontoinhaber 1 oder 2 ist? Eine Bank würde Ihnen eher sagen, das spielt gar keine Rolle. Aber aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, nehmen Sie immer die bonitätsstärkere Person als Kontoinhaber 1. Beide Banken prüfen ihre Bonität, ja, und bei beiden Banken kann es auch sein, dass sie sagen, herzlichen Dank für Ihren Kontoantrag, aber aktuell können wir aus geschäftspolitischer Dingsleitung, die Bank wird Ihnen nie sagen, woran es liegt, wenn Sie kein Konto öffnen, können wir Ihnen das Konto leider nicht eröffnen. Das gibt es halt immer wieder, von daher immer die bonitätsstärkere Person als Kontoinhaber 1. Genau, zum ganz zum Schluss einfach, wie kündigt man so ein Gemeinschaftskonto? Ist auch ganz einfach, am besten natürlich mit einem Brief und beide müssen unterschreiben. So viel soll es dazu gewesen sein. Sie kennen es von mir, hier sind die gelben Button. Wenn Sie jetzt mehr über das Konto wissen wollen und wenn Sie es beantragen wollen, klicken Sie einfach auf. Sie kommen dann direkt auf die Seite des Anbieters. Hier werde ich das jetzt aufgenommene Video reintun und wenn Sie mögen und mir eine kleine Freude machen wollen, freue ich mich, wenn Sie hier eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Fällt mir zum Schluss noch etwas für Sie ein. Ich fand es super spannend, dass die DKB bei unserer Umfrage, wo haben Sie Ihr Girokonto, mit Abstand ganz, ganz, ganz weit vorne liegt und es trifft auch den Trend. Sozusagen zum Abschluss noch diese eine Zahl. Jeden Monat eröffnen eine schöne fünfstellige Zahl, das DKB. Girokonto, es ist jetzt kostenlos, Sie haben super so viele Leistungen und das ist vielleicht auch der Grund, dass man manchmal, gerade wo ich jetzt zum Monatswechsel recherchiert habe, ich habe auch bei der DKB angerufen, den Kundenservice nicht immer gleich an der Strippe hat. Bei der Postbank ist das übrigens auch passiert, aber das hat häufig tatsächlich auch mit dem Monatswechsel zu tun, weil Sie haben ein höheres Anrufaufkommen zum Monatswechsel. Ist natürlich spannend. Aber spannend auch, dass seit Monaten anhält, dass richtig viele Kunden, also neue Leute dort Kunde werden, was natürlich auch zusammenhängt damit, es ist eines der wenigen übrig gebliebenen, absolut kostenlosen Girokonten, kostenlos ohne Bedingung. Nur wenn Sie die 700 Euro mehr, also Geldeingang haben, kriegen Sie noch mehr, noch bessere Leistungen. Aber die Basisversion ist sowieso schon kostenlos. Das ist super und von den Banken, die mit Bedingungen, wie jetzt bei der Postbank halt, also kostenlose Kontoführung ist immer schwieriger, bei Filialen gibt es kaum noch. Mit Bargeld, also mit Geldeingang, bei der Postbank sind es halt 3000. Ja, so, jetzt habe ich aber gesehen, jetzt ist wirklich schon 23 Minuten geworden, dieses Video. Soll ich Ihnen versprechen, nächste Woche etwas Kürzeres zu machen oder mögen Sie diese langen Videos? Geben Sie mir einfach auch unter dem Video Feedback, damit ich so ein bisschen Ihren Kern treffe. Ich kann über die Banken natürlich stundenlang erzählen, aber ich weiß nicht, ob Sie wirklich stundenlang hören wollen. Wenn Sie mir vielleicht schreiben, dass 5 bis 6 Minuten okay sind, dann kann ich das auch für Sie mehr komprimieren. Wenn Sie sagen, nein, ich schaue das beispielsweise beim Frühstückessen oder was auch immer, ja, da sind mir 23 Minuten immer recht. Auch gut, geben Sie mir dieses Feedback, dann kann ich mich ein bisschen vielleicht auf Sie einstellen oder wir machen bei einigen wichtigen Videos, die auch länger aktuell sind, vielleicht für Sie eine Kurzfassung, für die, die mal reinschnuppern wollen und für die, die länger da sich anschauen, eine Langfassung. Geben Sie mir Feedback. Dieses Ding, das baue ich nicht für mich, weil ich kenne es schon, das baue ich für Sie, damit Sie es leicht haben, per Video auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was gerade in diesem Bereich vom Banking halt läuft. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag hier in diesem Kanal, wenn Sie das erste Mal dabei sind, Sie finden zum Abonnieren. Sie kennen sich bei YouTube aus. Sie finden beim Abonnieren diesen roten Button. Abonnieren. Dankeschön. Bis nächsten Sonntag.